är en viktig milestone att men vi har heute erreicht weil wir haben natürlich mehrere Jahre schon Forschung und Entwicklung Maßnahmen genommen eigentlich in diese Richtung um diese neue biomolekularische Geschäfte auf die Beine zu stellen und jetzt für Biochemikalien sind wir da und jetzt die Bauphase hat heute angefangen und dauert natürlich noch ein paar Jahre und dann erwarten wir schon, dass wir können das Geschäft Tätigkeiten dann anfangen. Es liegt wirklich im Herzen von unserer Strategie und UPM, weil das Unternehmen ist wirklich immer noch mitten im Strukturwandel. Das Papiergeschäft geht bergunter leider, also wenn es geht um Nachfrage in Europa und weltweit überall. Wir müssen neue profitable Geschäftsbereiche irgendwie finden und jetzt haben wir natürlich zwei ganz große und potenzielle Bereiche, Biobrennstoffe und jetzt auch Biochemikalien schon eröffnet. Eine Kreislaufwirtschaft ist natürlich auch, liegt auch in unserem Interesse. Wir brauchen natürlich, dass wir könnten, wir haben hier in Leuna, wir werden einen Prozess mit einer Hochausbeute haben. Das heißt, dass wir können stofflich fast alle Rohmaterialien, also bis auf 75% benutzen für fertige Produkte. Das ist ein Teil, dass wir haben sehr wenig Reststoffe und die Reststoffe, die wir haben und Emissionen, das versuchen wir natürlich auch in verkaufsfähigen Produkten irgendwie zu machen. Und da arbeiten wir daran für die nächsten zwei Jahre, das zu setzen. Aber das liegt wirklich im Herzen in der Kreislaufwirtschaft.